Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U für die Wii U. Das letzte Mal haben wir den Drehwurmturm abgeschlossen und haben da dem Typen aufs Maul gehauen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Irgendwie bleiben mir einige Namen, Gegnernamen einfach nicht im Kopf hängen. Näh. Jetzt wollen wir weiterschauen und ich möchte gern immer noch wissen, wie ich da unten auf diese verlorene Achterbahn komme. Vielleicht ist das der Secret Exit oder so. In die Candis Minen 7, die Schiebewandhöhle. Schauen wir doch mal. Ey. Okay, ich bin gespannt. Meine letzte Aufnahmesession ist ein bisschen her. Schauen wir mal, ob wir das alles hinbekommen. Aber ich denke schon. Grundsätzlich verlernt man sowas ja nicht. Könnte man meinen. Wir werden sehen. Einmal in die Röhre gucken. Und wie gehen wir da vor? Dich erstmal erlegen. So. Wow, voll daneben gesprungen. Okay, okay. Da oben ist doch 100 pro was. Nein, oder auch nicht. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Da oben ist nichts. So. Da oben lang. Da oben ist auch nichts. Nein! Okay. Ich sollte aufhören, da oben in die Lücken reinzugucken. Ich glaube, das ist mehr schädlich. Oh, Mopsi. Ja, wenn Mopsi gerade hier ist, dann können wir uns den auch erstmal schnappen. Weil ich wieder ein paar Pilze brauche. So. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal Mopsi. Schauen wir mal. Da! So, gucken wir mal. Hüp. Okay. Und hep. Ei. Oh. 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 Okay. Alles gut. So. Ah, oh, fast. Der Drecksack. Ich hatte ihn fast gehabt. Und zack, und zack, und zack. Okay. Bleib stehen, Mann. Nein. Ah. Mopsi. Ah, meine Güte, das fängt ja echt gut an. Nochmal. Ich will Mopsi fangen. Komm schon. Okay, 3, 2, 1, los! Hip, 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 hip. Okay. Alles gut. Und rüber. Ich hätte einen langen Sprung machen sollen. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich wie so ein kleiner Speedrun durch die Stage. Meine Güte, nochmal! Ah, ich habe noch 97 extra Lives. Da geht noch was. Komm schon, Mopsi! Und nochmal. So. Okay, das war schön. So. Jawohl. Wow, prima. Ja. Geht doch. Okay. Baba. Sehr schön. Gut, gut, gut. Den werde ich aber nicht unten... Nein. Den werde ich aber nicht unten für die Höhle verbraten. So viel steht schon mal fest. Sondern da werde ich mir jetzt nur den Pilz einnehmen. Jetzt erstmal wieder den Schalter drücken. Plopp. Okay. Gut, gut, gut. Schiebewandhöhle. Ja, ja. Oh, ich habe den Pilz vergessen, ne? Ja, genau. Ich werde den Pilz benutzen und gehe einfach mal in die Stage, um den Pilz zu benutzen. Abmarsch. Ich kriege eh gleich einen Pilz. Außer ich sterbe, dann kriege ich nichts. Außer ein extra Life weniger. Hup, okay. Sup, sup. Und zack. Giftpilz. Okay, alles gut. Jetzt darüber. Diesmal schaue ich nicht in die ganzen Lücken rein. Manchmal möchte ich mich einfach nur selbst schlagen. Aber dann denke ich mir, nee, lieber nicht. So, ich sehe schon, wie ich da rankommen werde. Und ich hoffe, das ist die erste. Jo, wundervoll. So, kommt ihr mal ran. Pomp. Ich bin gerade echt ein bisschen übervorsichtig. Übervorsichtig, ja. Mhm. Das nennt man übervorsichtig heutzutage. Komm schon. Nein, 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 nein. Bringt das irgend... Ich habe das Gefühl, da oben könnte was sein. Nö, okay, gut. Dann eben nicht.
dann trügt mich mein Gefühl. Oh Gott. Hep, hep. Und zack. Und Checkpoint. Okay, gut. Jetzt ist erstmal meine eine Sternenmünze safe. Das ist gut. Komm schon. Pomp. So. Ech. Ech. Und zack. So. Da könnte sich eigentlich schon ein bisschen was verstecken. Aha. Oh, okay. Wie weit geht das darüber? Oh, das war's. Das waren wieder mal nur Münzen. Der Sprung ist ein bisschen kurz geraten. Oh, fuck. Hahaha. Was mache ich denn? Sterbt. So. Okay. Komm, beweg dich. Und zack. Und zack. Und zack. Und Pilz. Okay. Hey, ja, nein, na. Opa. So. Brauche ich den vielleicht? Ich heb ihn mir mal auf. Ich sehe da oben Münzen. Das heißt, da oben die Lücke kann ich wahrscheinlich sogar rein. Boah, was ein Skillshot. Und. Öpp, öpp. Ach, da. Wo bin ich? Ah, okay. Da musste ich sogar hin für die zweite Sternenmünze. Das war jetzt ein bisschen fies wegen den Blöcken. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Alles gut. Ups. Ups. Okay. Moment. Oh. Fuck that shit. Wie komme ich da ran? Hä? Oh, da. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Da brauche ich ein Flughörnchen für. Oh, wie fies. Kriege ich da eins noch in der Stage irgendwo? Ah, wie blöd. Na, oh, doof. Pomp, pomp. Wow, das kommt wieder. Nein. Okay. Ja. Ja, Baxen. Schön, dass du das davon hältst. Gut. Gehen wir noch mal rein. Ich glaube, wir werden die halbe Folge in dieser Stage verbringen. Beziehungsweise wir verbringen schon die halbe Folge in dieser Stage. Aber das macht nichts. So. Ich brauche auf jeden Fall ein Flughörnchen. Manchmal muss ich mich ja schon echt selbst loben, ne? Für diesen. Oh, halt, die Sternenmünze. Ich hol mir gleich. Oh, jetzt komme ich nicht da oben durch. Abarsch. Oh Gott. Was ist das für eine Stage? So, Pomp. Gehen wir es halt ein bisschen vorsichtiger an. Auch kein Problem. So, weg mit dir. Ding aus der Hölle. So, und zack. Okay. Jetzt warten wir auf dich. Sehr schön. Okay. Alles tutti paletti. So. Ich bin ein Noob. 30 Lives verloren. Ja, du mich auch. Du mich auch, Chris. Oh je. Nein. Oh Gott, das Spiel hat schon Mitleid mit mir. Ich stelle mich aber auch gerade an. Wie so ein Vollnubbel. Oh, okay. Das sollte ich mir merken, dass das von der Höhe her reicht. So. Okay. Gut. Es ist halt echt blöd, dass ich da den Flughörnchenanzug brauche für die Sternenmünze. Aber ich glaube, ich komme da echt nicht drum rum. Außer. Oh, ein Stern. Okay. Gut. Dann. Höp, höp, höp. Stirb! Stirb! Nee, ich brauch da echt einen Flughörnchenanzug. Sonst kann ich mich da nicht dranhängen. Oh, wie gemein. Wie gemein. Die eine Sternenmünze hat das alles jetzt abgefuckt quasi. Ich habe keine Ahnung, wie man hier oben an die Flagge kommen soll. Wahrscheinlich sind da irgendwelche unsichtbaren Plattformen. Oder mit dem Flughörnchenanzug, den man zu diesem Zeitpunkt haben sollte. Da werden wir dann auf jeden Fall nochmal reingucken müssen. Nein. Doof.
Oh, Moment, jetzt geht's hier nach unten und nach links. Ah, ich glaube, das ist, um ans Pilzhaus zu kommen, ne? Da kann ich jetzt hier auf den Knopf drücken. Und dann komme ich in den Pilzhaus. Sehr schön. Gehen wir doch auch gleich mal rein. Ja. Wir haben wahrscheinlich wieder Sterne und Pilze. Ja, natürlich. Na gut. Schauen wir mal. Nipp. Nipp. Sips. Okay. Bisschen schielen. Oh, das ist fies. Okay. Darf ich? Gut, sind die beiden in der Mitte. Pop, pop. Yes. Ich bin so intelligent. Mensch. Ja, okay, gut. Wundervoll. Moment, gab's nicht da rechts dann noch... Kam ich da nicht irgendwie irgendwo noch hin? Dadurch, dass das Blaue jetzt aktiviert ist? War da nicht was? Ach nee, ich käme nur, wenn das Rote aktiviert ist, nochmal ins grüne Pilzhaus, aber da will ich jetzt nicht hin. Also gehen wir zu Roys Gefahr am Fließbandfestung. Meine Güte, die Namen haben sie aber ganz schön gestreckt. Und Fließbänder klingen total uncool. Bleibt ihr da stecken? Ja. Ich gehe mal wieder davon aus, dass da ordentlich getimed werden darf, um an die Sternmünzen ranzukommen. Okay, gut zu wissen. So, da oben ist 100 Pro auch noch was versteckt. Irgendwas. Münzen. Ja, oh, okay, gut. Noch sowas? Da war tatsächlich was. Was war das? Ein One-Up. Ach. Na gut. So. Okay, die versinken dann aber. Oh Gott, das wird kein Spaß. So. Ups. Und. Okay. Ist da oben was? Nee. Nicht. So, geh mal aus dem Weg da. Ich will da eigentlich. Es könnte was da oben drin sein. Oder auch nicht. Da? Da ist tatsächlich was. Okay. Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. No! Okay. Ist das sowas? Bringt mir das was? Ah, ich kann da hoch. Bringt mir das irgendwas? Nee. Da, Moment, 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 Moment. Vielleicht auf der rechten Seite. Ich gehe aber eher davon aus, dass da nichts ist. Hep. Nee, okay. Da ist gar nichts. Hätte ja sein können. Wieder Suruk. Das war die zweite Sternenmünze. Oh Gott, und der lässt mich tatsächlich da auch wieder raus. Moment. Ah, jetzt wollte ich gucken. Bestimmt extra live. Ja, okay, gut. Dann interessiert es mich nicht. Was haben wir hier? Nüchte. Da könnte ich mir wieder ein extra live einsammeln. Wupp. 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 Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ah, gerade nicht. Okay, gut. Bisschen vertimed. Schade. Aber macht nichts. Noch eine Eisblume. Wupp. Moment. Ich will da hoch, glaube ich. Was passiert da? Ah! Okay. Gut. Gut, dass das geklärt ist. So, und ich habe das Gefühl, ich möchte da hoch über diese blöden, blöden Plattformen. Oder auch nicht. Okay, gut. Ich habe dann eine Sternmünze. Moment. Habe ich nicht. Moment, habe ich doch. Hä? Wie komme ich da rüber? I do not understand. Okay. Da. Da. Könnte ich da rüberfliegen mit einem Flugkörnchen-Suit? Ah, oder natürlich so. Nee. Nö. Nö. Da muss ich nochmal suchen. Dahinter ist hundertprozentig die nächste Sternmünze. 100 pro. 100 pro. Gut. Meh, 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 meh.
Der Roy, der kriegt jetzt von mir mal voll aufs Maul. Wuhu, ab in die Kanoni. Und rein da. Pomp. Oh, du hast eine ziemlich große Kanone dabei. Okay, aber ich habe eine kleine Kanone dabei. Nicht mehr. Okay, ich hatte eine kleine Kanone dabei. So, komm schon. Jawohl. Jawohl. Wie oft drehst du dich hin und her? Dahin gehst du wahrscheinlich hoch. Nee. Da. Pomp. Okay. Da. Yes. Ich habe jetzt übrigens vorhin nicht mitgezählt. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay, und Pomp. Mensch, das war schwierig. Meine Güte, hat der mir Probleme gemacht. So. Pom, 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 pom. Und da stürzt er auch ab. Armer Roy. Hm. Pomps. Hm. Okay, jetzt will ich aber mal was wissen. Ja, speichern wir mal. Jetzt will ich mal testen. Jetzt will ich erstmal einen roten Knopf. So. Und dann. Dann will ich. Sag mal, Spiel, willst du mich irgendwie verarschen? Moment. Wie komme ich da rüber? Gar nicht. Gar nicht komme ich darüber. Noch nicht. Ich da vielleicht durchrennen? Nö. Okay. Schauen wir erstmal darüber, was wir da haben. Die Zuckerwatten-Wolkenzone. Um Himmels Willen. Die Namen werden immer schlimmer. Aber Zuckerwatte. Ah. Oh, und da haben wir Ludwig van Cooper. Und so wie es aussieht, erwartet uns im ersten Turm auch Kamek und nicht Bum Bum. Mal eine nette Abwechslung. Gut. Aber ich komme da nicht drüber, ne? Keine Chance. Da habe ich jetzt schon diese Abkürzung und die bringt mir nichts. Ich muss hier immer über diesen blöden blauen Knopf. Okay, gut. Da werde ich noch gucken, wie wir da rüberkommen. Und ich will auch noch schauen, wie wir in diese Stage reinkommen. Gut, dann würde ich allerdings erstmal sagen, am Anfang der nächsten Folge zeige ich euch die sterbenden Münzen, die uns noch fehlen. Und den Eingang zum Secret Exit. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge auch gleich mal in die Secret Stage begeben. Und ich werde hier noch auskaspern, wie das funktioniert. Mit dem Gedöns. Weil ich glaube, das kapiere ich noch nicht so richtig. Irgendwas scheine ich da zu übersehen. Wie auch immer, ich würde sagen, das war es jetzt mal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ihr abonniert, kommt hier gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.